Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem erneuten kurzen Video. Für eine kleine Ankündigung, so kurze Videos mache ich eigentlich ziemlich selten. Außer natürlich zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel jetzt gerade. Und zwar habe ich einen Typen kennengelernt namens Phil. Also vielen, vielen Dank an dich, Phil. Phil ist eigentlich einer, der normal arbeiten geht und der nicht wirklich auf YouTube aktiv ist oder sowas. Und ich habe ihr gesagt, ich will ein neues Intro haben. Es war einfach zu alt und ich habe ihm auch gesagt, irgendwann in 2 Jahren oder sowas werde ich auch wieder ein neues benutzen. Also ich werde immer irgendwie jedes Jahr mein Intro wechseln, weil irgendwann wird es einfach langweilig. Das ist einfach nur mal so. Man braucht fast immer was anderes, persönlich ich. Und ich hatte ja damals das mit Bibernator und da hatte ich ja Stress mit ihm, weil es zu Missverständnissen kam. Und dann habe ich ihm das gesagt so, okay, aber Moment mal. Er wollte mir das am Anfang umsonst machen. Und ich sag so, Moment mal, ich hatte schon mal Stress damit und ich habe keinen Bock, irgendwie nochmal wegen dem Intro Stress zu haben. Und da habe ich ihm gesagt, da habe ich ihm die ganze Situation erklärt und so weiter und so fort. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, weißt du was ich mache? Ich überweise dir einfach Geld. Dann habe ich ihm Geld überwiesen. Wie viel, spielt jetzt keine Rolle. Aber ich denke, weil er halt keinen YouTube-Channel hat, habe ich ihm einfach Geld überwiesen. Ich werde trotzdem sein YouTube... Also er hat schon einen, aber er macht da irgendwie nichts draus. Finde ich eigentlich ziemlich schade. Vielleicht kann ich ihn noch überreden dazu. Also könnt ihr euch den trotzdem mal anschauen. Und zwar hat er mir zum einen ein Intro gemacht und zum anderen ein Avatar, beziehungsweise ein... wie nennt man dieses Teil? Das ist so ein, was halt im Video zu sehen ist und es sich bewegt. Das ist quasi so ein... ich habe ein Wasserzeichen, genau, ein Wasserzeichen hat er mir auch gemacht und ich rede jetzt ziemlich lange, damit ihr es spannend hält. Ja, ich bitte euch auch, dieses Intro zu respektieren, er hat da viel Arbeit reingesteckt und wenn es euch nicht gefällt, ist nicht so schlimm. Also wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es natürlich in die Kommentare schreiben, aber ich werde es auf jeden Fall benutzen, also ich werde es auf jeden Fall benutzen, mir gefällt es so gut und ich habe mir auch gewünscht, ich rede extra lange, komm gar nicht auf die Idee vorzuspulen, ich will noch was sagen, okay? Warte noch, bevor du es anguckst, ja? Hab Geduld. Ich habe mir auch extra gewünscht, dass es kurz ist. Es sollte kurz sein, ganz, ganz wichtig. Ich habe keine Lust auf so ein langes Intro. Und zum anderen ohne Musik, damit ich die Musik manchmal selber reintun kann, mit einem geilen Sound. Lasst mich mal in den Kommentaren und in den Bewertungen wissen, was ihr dazu sagt von dem neuen Intro. Es würde mich sehr interessieren. Aber ich behalte es trotzdem, also eigentlich ist es egal, selbst wenn es keiner mag oder sowas. Ich werde es trotzdem nehmen, weil ich es einfach liebe und ich bin so glücklich, dass er es mir gemacht hat. Also vielen, vielen Dank nochmal an dich, Phil. Ja, ich find's auch geil, wenn er mit so YouTube-Sachen anfangen würde, ich weiß nicht, Making-of oder Making-ofs oder sowas, ich weiß nicht, was die Intro-Macher da so alles machen, aber echt eine sehr, sehr gute Arbeit und deswegen viel Spaß mit dem Spaß, noch nicht. Wir lassen uns noch ein bisschen Zeit. Oh, verdammt, das ist mein Schlüssel. Da seid ihr aufgeregt, wie das Intro ist. Hast du vorgespult? Hör auf, vorzuspulen. Das hat keinen Sinn. Okay, nein, Spaß. Intro an. Das war das Intro. Ich frag mich, wie es euch gefällt. Mir gefällt es super, super gut. Also wirklich richtig geil, wie diese einzelnen Partikel sich da zusammensetzen. Keine Ahnung, wie das geht. Das gleiche Intro, also wirklich genau dasselbe, habe ich auch für Danny Jester, meinen zweiten Kanal, mein Let's Play-Kanal. Genau dasselbe Intro, nur mit anderem Namen. Also vielen Dank nochmal dafür. Und dann habe ich noch ein Wasserzeichen gemacht. Ich blende mal kurz ein, wie es aussehen würde in dem Video. Was noch hochkommen wird, wahrscheinlich ist ein bisschen Spoiler. Aber wie das da aussehen würde im Wasserzeichen, also hat er mir auch gemacht zusätzlich, also vielen Dank dafür, also ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin sprachlos, das ist quasi das, was ich gebraucht habe, ich würde nicht so weit nach vorne gehen, weil sonst kannst du sterben, ich glaube, die müssten von da kommen oder sowas, wahrscheinlich hat er da irgendwo einen Taktikeinstieg gelegt, also ja, danke nochmal an dich, ich wollte unbedingt ein Video dazu machen, um euch das zu zeigen, ja, lasst mich in den Kommentaren und in den Bewertungen wissen, was ihr dazu sagt. Ich will aber auf jeden Fall, dass ihr die Arbeit respektiert, weil dahinter steckt viel Arbeit und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einer nicht tut und wenn es einer nicht tut, dann ist es einfach nur ein Hater. Also, genau. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, in den täglichen Videos, die ich jeden Tag produziere. Also bis dann. Ciao, ciao!